Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kaum will ich mein Video machen, fängt natürlich der Nachbar an, Rasen zu mähen. Das ist ganz, ganz typisch für mich. Und deswegen habe ich mich jetzt ans andere Ende, nämlich hier auf unserer Streuobstwiese zurückgezogen und habe mir den ersten grünen Spargel geerntet, um den mal zu kosten. Lecker. Also weißen Spargel, da mache ich mir die Mühe nicht. Aber Grünspargel direkt roh, direkt so knabbern, richtig lecker und natürlich auch gedünstet, schön gebraten in der Pfanne. Ganz toll, kann ich euch wirklich empfehlen. Wir haben 5 Pflanzen bisher und ich möchte auch gerne noch mehr pflanzen. Es sei denn, die Wühlmäuse machen mir nicht alles kaputt. Und da sind wir halt auch gleich schon beim Thema. Es ist viel schlimmer als gedacht mit den Wühlmäusen. Also wir scheinen ein echtes Problem zu haben. Ich habe das echt nicht so für voll genommen. Ich habe auch keine Bäume in Draht gesetzt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe das zwar schon vorher immer mal in YouTube-Videos von anderen Leuten gesehen, dass die Probleme haben und dass die auch vorsorglich, also präventiv schon ihre Bäume in Drahtkörbe gesetzt haben. Hätte ich das doch mal gemacht. Jetzt ärgere ich mich richtig. Denn ich hatte euch ja im letzten Video schon gesagt, dass sie einen Baum abgefressen haben. Schön so gut. Ich meine, ein Baum, ja, da wäre ich gut drüber weggekommen. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn sie mir ein paar rote Beete wegfressen, ein paar Möhren über den Winter, da habe ich echt kein Problem mit. Aber die Bäume, unser schöner Baum im Mandala-Beet, der stand jetzt im 4. Jahr und ist endlich richtig schön ins Wachstum gekommen und in die Höhe gegangen. Ein gelber Bellefleur ist das gewesen und den haben sie halt auch kaputt gemacht. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch mal eine Falle aufgestellt und siehe da, gleich am nächsten Tag war halt eine riesige Wühlratte drinnen. Und ja, ich werde jetzt wirklich mit Fallen vorgehen müssen, weil ich sonst wirklich Angst habe, dass sie sich vermehren und wirklich meinen Garten komplett auffressen. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Ich habe jetzt, nachdem ich das halt gesehen habe, dass sie mir halt im Prinzip diesen großen Baum hier kaputt gemacht haben, im Mandala-Beet bin ich natürlich rumgegangen und habe überall geschaut. Ich habe überall die Pflanzen angehoben, um zu sehen, ob die Wurzel locker ist und habe festgestellt, dass sie mir auch Rosen abgefressen haben. Es ist ja so, habe ich sehr, sehr viel über die Wühlmaus jetzt recherchiert und habe eben gelesen, dass sie sich hauptsächlich von Graswurzeln ernährt. Aber im Winter, wenn es natürlich nicht so viel zu fressen gibt und wenn das Gras nicht üppig wächst, ganz klar, dann suchen sie sich andere Nahrungsquellen. Und wenn man natürlich so ein tolles Beet hat, wo auch noch rote Beete und Möhren überwintern, dann kann man das natürlich alles toll fressen. Aber am liebsten fressen sie halt Rosengehölze und der Apfel gehört ja zu den Rosengewächsen und so fressen sie halt sehr gerne Rosen und deswegen habe ich natürlich zuallererst meine ganzen Rosen angeschaut. 2 Rosen haben es überlebt, die sind also unsere Ramblerrose steht und auch noch eine, die ich für unsere Katze Ella gepflanzt habe bei uns im Garten als Erinnerung, die steht auch. Aber unsere schottische Zaunrose wurde abgefressen und auch eine Rose, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben, die Edenrose. Und die habe ich jetzt praktisch genommen, habe sie ganz, ganz kräftig runtergeschnitten und habe sie nochmal neu getopft, in der Hoffnung, dass sie vielleicht nochmal neue Wurzeln bildet und wir sie dadurch erhalten können. Und ich werde natürlich jetzt auch die Rosen in Gitter pflanzen, ganz klar. Ich hatte einen schönen Zitronentagetes gepflanzt und auch der wurde mir innerhalb eines Tages komplett weggefressen. Da war nichts mehr da, kein Blatt, kein Strunk, kein Stiel. Der wurde wahrscheinlich direkt so wie er ist in den Bau reingezogen und dort gebunkert.
Und das hat mich dann wirklich schon echt erschüttert. Auch eine unserer Bären, also unsere Loganbäre, die ich gepflanzt habe, die war auch schon 2 Jahre alt. Also das Problem ist ja schon, dass es halt erstmal finanziell natürlich eine Sache ist. Und zweitens mal auch, dass man natürlich Zeit verliert. Man hat die Pflanzen ja schon vor vielleicht 4, 5 Jahren gesetzt oder vielleicht auch vor 2 Jahren. Und diese Zeit, die verliert man natürlich wieder. Man kann die Pflanzen versuchen zu retten, indem man sie runterschneidet und wieder topft. Das habe ich auch bei der Loganbeere gemacht. Aber sie ist ja schon 2 Jahre gewachsen und damit hat sie ja schon Wurzeln gebildet und auch Laub und Austriebe. Und die muss man natürlich jetzt wieder runterschneiden. Sie muss neue Wurzeln bilden. Und so setzt einen das jetzt wieder um 2 Jahre zurück und man fängt praktisch wieder von vorne an. Und genau das ist so ein bisschen mein Problem. Was ich habe, man verliert natürlich wieder viel Zeit, man verliert diese Ernte, man verliert auch die Pflanzen, an denen ich ja auch hänge, gerade an den Bäumen hänge ich sehr, weil die umsorge ich, da schaue ich auch immer nach dem Rechten, ob es denen auch gut geht. Ich meine, das sind auch Lebewesen. Ja, hin oder her, es ist ein echtes Problem. Die Wühlmäuse haben jetzt mindestens 500 Quadratmeter unseres Gartens unterwandert. Also von da vorne, wo die schottische Zaunrose abgefressen wurde, bis hinter zu unserem Pfirsichbäumchen, was komplett eingegangen ist, wo wir auch Gänge gefunden haben, sind es ungefähr 500 Quadratmeter. Also das ist schon ein ganz schönes Stück, würde ich mal sagen. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Und ich habe mit einem Bekannten gesprochen und er meinte, das Einzige, was geht, ist Gift. Aber ihr kennt mich ja als Anjas Gartenreich, Biogartenreich, wie auch immer. Ich bin ja eigentlich eine sehr ökologisch denkende Person und ich möchte eigentlich auf keinen Fall Gift einsetzen. Nicht nur eigentlich, ich möchte kein Gift einsetzen. Ich möchte nicht auch andere Lebewesen damit gefährden und ich möchte auch keine ganze Familie da irgendwie ausrotten. Das liegt mir nicht am Herzen, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch nicht meinen ganzen Garten verlieren. Also ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal rein, was ihr denkt. Kann das dazu führen, dass sich diese Population so weit ausbreitet, dass unser gesamter Garten unterwandert wird, unsere 2000 Quadratmeter Garten und unsere Streuobstwiese komplett im Eimer sind? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach die Erfahrung nicht. Ich möchte aber, wie gesagt, auch nicht unbedingt Gift einsetzen. Ich bin da echt ein bisschen ratlos, weil viele raten mir zu Gift. Wir versuchen es jetzt erstmal mit Fallen, um einfach die Population ein bisschen wieder runterzunehmen, damit sie einfach auch nicht so viel Nachwuchs bekommen können. Ich meine, ich habe gelesen, alle 21 Tage können sie werfen und es ist schon ordentlich. Und es ist dann halt so, dass die hauptaktive Zeit der Wühlmäuse dann so im Herbst und Winter ist, weil dann eben der Nachwuchs kommt und größer wird und Hunger hat. Und wenn es dann wenig Graswurzeln oder wenig eben anderes zu fressen gibt, dann gehen sie natürlich auf die Kulturpflanzen, die man so gesetzt hat. Und das ist natürlich echt ein Problem. Ich habe nichts dagegen, mal eine Wühlmausfamilie im Garten zu haben, aber keine ganze Population in Riesenstadt. Ihr habt mir ja auch im letzten Video schon sehr viele Tipps gegeben, da bin ich euch auch sehr dankbar für. Aber ich denke einfach, dass allein mit Vergrämen es schwer wird, so eine Masse an Tieren irgendwie woanders hinzupacken, weil sie brauchen ja einfach nur ein Stückchen in unserem Garten weiterziehen und hätten eine neue Fläche, die sie kaputt machen können. Ich weiß nicht, ob das halt Sinn macht, auf 2000 Quadratmetern die Mäuse einfach immer praktisch woanders hinzuschieben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall überlegt, dass ich mir wichtige Gehölze, die ich erst gepflanzt habe, nochmal ausbuddel und die in Drahtkörbe setze. Also zumindest das, was ich jetzt im Frühjahr gepflanzt habe. Und im Herbst auch nochmal eine Aktion mache, wo ich Bärensträucher und so weiter, zumindest ein paar davon ausbuddel und auch in Drahtkörbe setze, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass ich nicht alles komplett verliere an die Wühlmäuse. Ich bin echt ein bisschen erschüttert und entrüstet. Und traurig und alles Mögliche, weil ich mir einfach nicht zu helfen weiß. Genau. Und deswegen hoffe ich auf eure Hilfe und auf eure Tipps. Und wie gesagt, ich weiß, ihr habt mir schon viele Tipps gegeben, aber ich denke einfach nicht, dass eine alleinige Vergrämung da wirklich Sinn macht. Ich denke, ich muss da wirklich wahrscheinlich mehrere Fallen einsetzen, um wirklich einen Großteil der Tiere einfach wegzufangen.
Und das Problem ist halt auch mit Greifvogelstangen, habe ich auch schon gehört, dass man das Greifvogelstangen aufstellen, das können wir hinten am Feld machen. Aber die Greifvögel kommen zu uns nicht in den Garten. Erstens mal sind sie dafür zu scheu und zweitens mal ist das hier Gebiet von den Raben. Und ich weiß, dass Raben zum Beispiel, wenn sie ihre Territorien haben, was sie hier haben, weil ich sehe jeden Tag 1 bis 2 Raben bei uns im Garten. Und ich habe auch schon erlebt, wie sie die Greifvögel vertreiben. Das heißt also, Greifvögel können wir hier so gut wie vergessen. Was ich überlegt hätte, wäre ein Eulenkasten. Aber da weiß ich nicht, ob sich hier überhaupt Eulen ansiedeln würden. Keine Ahnung. Wer das weiß, schreibt mir es gerne mal rein. Und was ich auch noch gelesen habe, wäre eben so Steinhaufen zu machen, wo sich eben Wiesel oder Marder drin verkrabbeln können. Und dass die dann eben praktisch da so ein bisschen Marderkacke, habe ich glaube ich schon gesehen da am Gewächshaus. Ich glaube, da ist schon einer aktiv, der ab und zu mal kommt und welche wegholt. Also deswegen, schreibt mir gerne mal rein. Kann es sein, dass sich so eine Population so extrem ausbreitet, dass sie wirklich, wirklich über Flächen alles kaputt macht? Oder bleibt dann doch immer mal was stehen? Gut, aber jetzt noch mal zu einem anderen Thema, zu etwas Erfreulicherem. Sonst geht es uns allen gut, auch unseren Tieren. Und ja, und im Garten explodiert gerade alles und sieht wunderschön aus. Die Tulpen blühen. Ich hatte ja noch mal neue Tulpen gesteckt im Herbst, Tulpenzwiebeln. Und die sind da einfach wunderschön, wirklich, also ganz toll. Dann habe ich auch neue Wasserpflanzen bekommen für den Teich. Den werde ich jetzt bald einsetzen. Und ich habe schon das erste eingekocht. Ich habe jetzt schon, oder ja, besser gesagt, die Kinder haben auf unserer Streuobstwiese hier Löwenzahnblüten gesammelt und wir haben schon den ersten Löwenzahnhonig gemacht, also Löwenzahnsirup ist das. Und der ist diesmal sehr, sehr dunkel geworden. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir sehr, sehr viel Grün mitgenommen haben. Also da waren dann noch teilweise kleine Stängel dabei und auch die Kappen von den, ja, also die Blütenkelche, die Grünen, die haben wir nicht alle abgezupft, dafür haben wir gar keine Zeit. Ich habe die dann einfach alle in einen Topf gegeben und ja, wen das interessiert, wie man die Löwenzahnblüten zu Löwenzahnsirup verarbeitet, den kann ich das gerne hier oben verlinken. Das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, ganz, ganz lecker. Und wenn ihr euch die Arbeit macht und alle Blüten wirklich richtig schön abzupft und nur das Gelbe verwendet, dann wird er noch milder und wird eben dann richtig schön zart orange, gelb. Der Löwenzahnsirup sieht wirklich ganz toll aus und schmeckt nach Kräuterbonbon, also ganz, ganz lecker. Und wir essen das Sirup dann gerne auf ein Brötchen oder so oder auch einfach, man kann es zum Beispiel auch gut in Tees reinmachen, in lauwarme Tees. Und dann, ja, dann hat man halt so die Essenz vom Frühling, die Essenz vom Löwenzahn. Und wir haben dieses Mal eben viel Grün mit reingemacht, weil ich auch denke, Bitterstoffe sind gut. Ist auch überhaupt nicht bitter. Schmeckt eben ein bisschen nach Kräuterbonbon. Und das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das habe ich jetzt eingekocht. 6 kleine Gläser sind es geworden. Und genau, und dann habe ich noch Brennnesseln getrocknet. Da habe ich jetzt bei Vollmond Brennnesselspitzen gesammelt. Und das Tolle ist ja auch dabei, wenn ihr die Brennnesselspitzen erntet, die hat ja überall so kleine Verzweigungen, dann verzweigt sie sich und bekommt noch mehr Triebspitzen. Das heißt, ihr könnt dann vielleicht 4 Wochen später noch eine reichere Ernte einfahren und zum Beispiel mein Brennnessel-Pizza-Rezept aus dem letzten Video ausprobieren. Oder einfach Brennnesseln ernten, die Spitzen eben, daraus die so verarbeiten wie Spinat oder eben trocknen und zu Tee verarbeiten. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe auch ein paar Taubnesseln und auch ein paar Blüten von den Gänseblümchen mit, so als Frühlingsmischung mit reingemacht. Ja, ich bin ein totaler Tee-Fan geworden. Ein totaler Fan davon, wirklich Kräuter zu sammeln für den eigenen Tee. Wir kommen jetzt mit unseren Kräutern wirklich über das ganze Jahr. Ich brauche also keinen Kräutertee mehr kaufen, sondern wir haben alles jetzt selbst. Ich sammle jetzt auch verschiedene Minzearten. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Grapefruitminze dazu mir geholt und eine Orangenminze. Was ich halt besonders gern mag, ist die Schokominze und die marokkanische Minze. Die habe ich zuhauf.
Und die habe ich auch um alle jungen Obstbäume rundherum gepflanzt, als Baumscheibe mit, weil ich auch gelesen habe, dass die Würmäuse den Geruch der Minze nicht so mögen und deswegen dann vielleicht eventuell diese Bäume meiden. Hoffen wir mal. Und ich werde auch, ich habe auch eine Jauche angesetzt, eine Knoblauch- und Brennnesseljauche. Und da werde ich dann alle Bäume, die ich jetzt nicht wieder ausbuddeln kann, die werde ich damit gießen, in der Hoffnung, dass die Würmäuse da vielleicht vergrämt werden und nicht an die Bäume gehen. Ich werde die also versuchen, mit irgendwelchen Duftstoffen jetzt zu behandeln. Ich habe auch das Video gesehen vom Florian, vom Selbstversorger Rigotti, der ja auch das Würmausproblem hat mit der Buttersäure. Ich bin gerade ein bisschen in Kontakt mit ihm und frage ihn, ob das geholfen hat, was er so noch für Erfahrungen mit mir teilen kann. Ja, ihr Lieben, nach Rücksprache mit Florian, der ja nun schon echt viel Erfahrung mit Würmäusen hatte oder immer noch hat, er hat auch gemeint, das einzig Sinnvolle wären die Drahtkörbe und eben Prävention zu betreiben. Denn selbst mit Gerüchen kann man die Tiere vielleicht für eine bestimmte Zeit fernhalten. Aber man vertreibt sie natürlich nur vielleicht ins andere Ende des Gartens oder dann sind sie halt irgendwo anders. Ja, und mit Gerüchen ist es halt auch so eine Sache, die vergehen irgendwann und dann kommen sie wieder. Heißt eigentlich, solange die Gänge noch aktiv sind, also solange die Gänge bestehen, werden sie halt immer wieder besiedelt. Also viel leichter, als wenn keine Gänge bestehen würden. Und ich kann ja jetzt schlecht meinen ganzen Garten wieder aufgraben und die ganzen Gänge kaputt machen. Ja, ist halt echt eine schwere Situation. Ich möchte auch wirklich nicht mit Gift arbeiten oder mit irgendwelchen Feuer und dann die Gänge ausrußen. Das finde ich wirklich sehr fragwürdig und sehr brutal und das lasse ich lieber sein. Deswegen beginne ich jetzt mit dem Ausgraben der wichtigsten Sachen erstmal. Vor allen Dingen die Pflanzen, die ich neu gesetzt habe, jetzt im Herbst oder auch im Frühjahr, die werde ich jetzt alle ausgraben und ich habe mir so vorgenommen, jetzt erstmal einen ganzen Mai über noch in der Woche so 3 bis 5 zu schaffen. Dafür brauche ich eine Menge Drahtkörbe. Ich habe jetzt erstmal ganz schnell welche bestellt. Wenn ihr auch welche bestellen wollt, schaut gern unten in die Infobox. Da packe ich euch einen Link rein, 2 Links von Drahtkörben, wo ich jetzt dachte, die sind vielleicht ganz okay. Ich habe jetzt erstmal ganz schnell ein paar Drahtkörbe bestellt, die schon fertig sind und aber auch noch Draht, damit ich dann auch Drahtkörbe selber machen kann. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und mir vielleicht einen Drahtkorb spenden würdet, würde ich mich sehr freuen. Ich packe euch auch einen Link dazu für eine kleine Spende unten in die Infobox. So ein Drahtkorb kostet zwischen 10 und 15 Euro. Also ja, ich würde mich sehr über Unterstützung freuen in der Sache. War ja jetzt alles nicht so geplant. Ich habe auch echt viele, viele andere Sachen gerade zu tun. Ist ja klar, es ist gerade die Hochzeit, die Hochsaison. Im Garten, die ganzen Jungpflanzen müssen ins Beet, bald kommen die Tomaten und so weiter. Unendlich viel Arbeit und jetzt beschäftige ich mich praktisch die ganze Zeit nur damit, meine Pflanzen zu schützen und in Drahtkörbe einzusetzen. Eine Quitte habe ich bereits eingesetzt, die habe ich im Herbst gepflanzt, eine kleine Apfelquitte. Und da habe ich auch schon gesehen, sie waren schon teilweise an der Wurzel von der Quitte. Die hat sich aber noch ganz gut gemacht, die hat auch schon kleine Wurzelhärchen gemacht. Das heißt, da war nicht ganz so groß der Schaden, Gott sei Dank. Aber ich hatte daneben eine kleine Staude gepflanzt, nämlich einen Gewürzfenchel und der war komplett abgefressen. Da hatten sie das ganze Laub abgefressen und auch die Wurzel. Und deswegen habe ich mir jetzt einen anderen Staudenfenchel genommen und habe den da jetzt nochmal rein und den direkt mit ins Netz reingepackt. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, und da muss ich jetzt schon so rechnen, dass ich so eine Stunde oder eine halbe Stunde pro Baum schon brauche, wenn ich das Netz fertig kaufe. Wenn ich das Netz natürlich erstmal selber herstellen muss, selber knibbeln muss. Für die Bärensträucher werde ich es wohl selber machen, weil da brauche ich vielleicht auch nicht ein ganz so großes Netz. Da werde ich vielleicht ein halb so großes nur nehmen. Und das muss ich halt dann alles anfertigen. Es dauert natürlich auch noch mal lange. Aber ehrlich gesagt habe ich so ein viel, viel besseres Gefühl
Weil am Ende ärgere ich mich, wenn ich in 10 Jahren hier vor meinem Garten stehe und alles ist kaputt gefressen, dann ärgere ich mich natürlich noch viel mehr. Und jetzt sind wir im 5. Jahr, das heißt 2016 sind wir zwar hergezogen, aber haben erst angefangen mit dem ersten Baum, der ganz hinten steht. Und das heißt, ich habe wirklich noch sehr viele junge Pflanzen, die ich noch mal ausbuddeln kann, aber das wird sehr lange dauern. Auf jeden Fall möchte ich meine Kaki schützen, ganz wichtig, meine beiden Pawpaws, den werde ich auf jeden Fall noch ausbuddeln, das mache ich auch jetzt noch in den nächsten Wochen. Und dann werde ich auf jeden Fall meine ganzen kleinen Obstbäume schützen müssen, die hinten stehen. Ich habe ja ganz viele kleine Buschbäume entlang der Gemüsebeete gepflanzt. Die werde ich alle nochmal ausbuddeln und absichern. Und dann habe ich jetzt enorm viele Jungpflanzen nochmal bestellt, weil ich möchte hier hinten am Feld noch eine kleine Johannisbeerhecke pflanzen. Da werde ich auf jeden Fall mindestens jede zweite Pflanze schützen. Oder vielleicht nehme ich auch ein großes Netz und packe dann immer zwei Pflanzen in ein Netz rein. Das muss ich dann mal sehen, wie das alles wird. Es ist echt krass. Ich verbuddel jetzt hier auch extrem viel Metall, aber ehrlich gesagt, irgendwas muss ich ja machen. Ich weiß mir sonst echt nicht anders zu helfen. Einige Pflanzen kann ich natürlich nicht mehr ausbuddeln. Unser richtig schöner Hochstamm hier, unsere Goldparmene, die ist schon schön angewachsen. Also diese Bäume werde ich jetzt nicht nochmal lösen. Das steht jetzt im 3. Jahr. Ich denke, weiß ich nicht. Schreibt mal rein, was ihr machen würdet. Würdet ihr die auch nochmal rausholen? Vielleicht mit einem richtig riesengroßen Ballen, könnte man sich das vorstellen. Muss man halt sehen, wie weit die Wurzeln schon sind. Aber ja, genauso wie meine Stachelbeeren, die werde ich jetzt auch nicht nochmal alle ausbuddeln. Ich werde einfach ein paar Sträucher auf gut Glück, die jetzt schon ein paar Jahre stehen lassen, natürlich. Und natürlich auch meine Kiwis, die sind schon 5 Jahre alt, haben aber auch noch nicht einmal getragen und geblüht. Ja, und also mal gucken. Einige Bäume sind einfach schon zu groß. Und auch meine Mispel, die kann ich auch nicht nochmal ausgraben. Und da werde ich jetzt einfach versuchen, die Bäume indem ich dort Buttersäure oder irgendein stark riechendes, vielleicht mache ich auch regelmäßig eine Knoblauchjauche. Also, dass ich da wirklich regelmäßig irgendeine Jauche dran schütte, ist natürlich wieder ein Haufen mehr Aufwand und Arbeit. Mal gucken, wie sich das gestaltet, aber das könnte ich mir noch vorstellen. Meine Felsenbirnen möchte ich auf jeden Fall schützen und auch die Rosen werde ich in Zukunft nur noch im Korb pflanzen. Das geht echt so schnell und die haben ja natürlich immer wieder Nachwuchs. Ich hoffe einfach, sie werden nicht unseren gesamten Garten unterwandern, das wäre echt schlimm. Wir müssen einfach gucken, wie sich das jetzt in den nächsten 5 Jahren entwickelt. Und ich werde auf jeden Fall den Großteil meiner Pflanzen mit dem Drahtkorb schützen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass das klappt. Und ja, lasst mir gerne eine Spende da, wenn ihr denkt, ihr mögt meine Videos und ihr wollt mich unterstützen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, ich habe meinen Spargel hier schon fast aufgeknabbert. Und es ist einfach wunderschönes Wetter. Und ja, ich lasse halt jetzt die Taubnesseln schön ausblühen, damit die sich schön verbreiten können. Und auch die Gänseblümchen schön ausblühen. Und ich habe vor, mir eine auf mich geeichte Sense zu kaufen. Ich weiß noch nicht wo. Wenn ihr einen Tipp habt für eine Online-Bestellung von einer körpergerechten Sense. Ich habe ja eigentlich eine Sense, allerdings ist die halt nicht auf meine Körpergröße geeicht. Ist halt einfach nur so eine Sense aus dem Baumarkt gewesen. Ne? Die habe ich mal von meinem Opa bekommen, aber die ist halt jetzt nicht so toll. Ich habe damit ja mal versucht zu sensen. Das Video kann ich euch gerne mal hier verlinken, ne? Wenn euch das interessiert. Und es hat auch ganz okay geklappt, fürs erste Mal auf jeden Fall. Aber trotzdem möchte ich mir jetzt gerne eine Sense besorgen, die wirklich auf meine Körpergröße geeicht oder genormt ist. Und damit ich dann einfach ein bisschen einen besseren Stand habe und mich nicht immer so bücken muss beim Sensen, weil das sehr anstrengend ist und auch auf dem Rücken ganz schön geht. Und dann werde ich jetzt halt immer das Grün für die Kaninchen absensen, peu à peu. Genau, das habe ich mir jetzt so vorgenommen, um einfach schonender mit meiner Streuobstwiese umzugehen. So ihr Lieben, mittlerweile geht die Sonne schon fast unter und ich sage jetzt erstmal Tschüss für heute.